Der Bundestag hat ein neues Gesetz beschlossen. Danach sollen sogenannte Gefährder künftig Fußfesseln verpasst bekommen können. Was Gefährder sind und was das mit der ganzen Fußfessel auf sich hat, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und der Bundestag reagiert auf die aktuelle Terrorlage in Deutschland und beschließt neue Gesetze. Ein neues Gesetz bzw. neue Normen, die sollen jetzt ins BKA-Gesetz aufgenommen werden und das Strafgesetzbuch soll etwas angepasst werden. Es ist so, dass künftig Extremisten nach ihrer Haftentlassung eine Fußfessel verpasst bekommen sollen, um sie besser kontrollieren zu können. Und das ist eigentlich das Spannende an der Gesetzesänderung, dass das Bundeskriminalamt einen sogenannten Hausarrest verhängen kann gegen Gefährder. Und dieser Hausarrest soll mittels einer Fußfessel überprüft werden. Was steckt dahinter? Und was sind Gefährder? Nun, das Gesetz definiert jetzt erstmalig, was Gefährder im Rahmen des internationalen Terrorismus sind, denn nur die werden durch das neue Gesetz angesprochen. Da sagt man, das sind, wenn Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, die betroffene Person könne eine Straftat im Bereich des internationalen Terrorismus begehen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Formulierung relativ schwammig ist, denn es liegt jetzt an der Polizei zu prognostizieren, ob eine Person künftig wohl eine Terrortat mit internationalen Auswirkungen begehen wird. Dann darf die Polizei einen Hausarrest verhängen und solche Fußfesseln anordnen, wenn ein Richter entsprechend zustimmt. Das Gesetz ist die Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Anis Amri, den hatten, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Behörden ja schon im Blick. Und damit das künftig nicht nochmal passiert, dass Menschen aus dem Blickfeld wieder rausgeraten, soll es eben so eine künstliche Fußfessel geben, die, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer GPS-Ortung auch noch verbunden ist und womit man dann solche Straftäter entsprechend potenziellen Straftäter im Vorfeld schon überwachen kann. Gleichzeitig werden auch die Regeln über elektronische Fußfesseln, die ohnehin schon existieren, im Strafgesetzbuch geändert. Da heißt es jetzt künftig, dass auch Leute, die ein Vergehen, also das ist eine Straftat mit einer Mindeststrafe unter einem Jahr begehen, eine Fußfessel bekommen können. Also sagen wir mal, früher war es wohl bei Verbrechen, aber jedenfalls jetzt schon bei Vergehen, wenn die einen terroristischen Bezug haben. Also insgesamt geht es immer wieder um das Terrorthema. Und wenn man da eben ein entsprechender Straftäter ist, der auch verurteilt worden ist, kann man auch eine Fußfessel bekommen. Dann, was Datenschützer nicht so dolle finden, das BKA soll zukünftig weitere Zugriffsmöglichkeiten auf die Fluggastdaten haben. Jeder Flug aus einem EU-Staat in einen Nicht-EU-Staat oder von einem Nicht-EU-Staat in die EU. Darauf möchte das BKA zukünftig Zugriff haben und das soll auch möglich sein nach der Gesetzesänderung. Und schließlich ist es auch noch so, dass die BKA-Beamten Zugriff haben auf eine zentrale Datenbank und insgesamt wird das gesamte Polizeiinformationssystem wesentlich zentralisiert. Das bedeutet, dass nicht mehr jede Polizei in jedem Land ihr eigenes Süppchen kocht, sondern man in einer Datenbank Informationen zum Terrorismus hat und dann gezielter gegen Personen, die da in den Fokus gekommen sind, vorgehen kann. Das Gesetz ist extrem umstritten, das kann man schon jetzt sagen. Aber natürlich sagen die Befürworter, nur durch Informationen und präventives Wissen können wir Straftaten im internationalen Terrorismus verhindern und da müssen alle Behörden mit zusammenarbeiten. Es ist schon eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz angekündigt worden. Das bedeutet, dass es eventuell nur von kurzer Dauer sein wird. Zuletzt sind die
Möglichkeiten des Bundeskriminalamts schon einmal ausgeweitet worden. Das frühere Gesetz, was das erlaubt hat, ist vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, okay, bis Juni 2018 müssen neue Regelungen her. Die sind jetzt gekommen, habe ich euch gerade erläutert. Ob die zu weit gehen, das steht wieder auf dem Prüfstand, denn das Verfassungsgericht wird sich auch mit diesem neuen Gesetz wieder auseinandersetzen müssen. Und ich werde euch darüber informieren, wenn die höchsten deutschen Richter dazu sich geäußert haben. Und dann wissen wir, ob man künftig da mehr Möglichkeiten beim BKA hat oder nicht. Euch danke ich fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.